Moin moin, meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch von unserem YouTube-Kanal Modbox eine Milchlagerung vor. Genau. Diese Milchlagerung wird uns zur Verfügung gestellt vom FSG Modding und FSG Tatzmann. Und der oder die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieser Speicher für Milch für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch von unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir. Können jetzt den Mod runter nutzen. Ja, wenn euch unsere Mod schon gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, schreibt was in die Kommentare, wir würden uns sehr darüber freuen. Und ja. Ich fand es ganz cool, das Gebäude, weil A macht richtig schön viel her. Es ist eine Hörmannhalle, also das ist quasi zum gehört zu diesem Hörmannbestand, sage ich jetzt mal. Ihr habt hier so einen Holzverschlag vor und dahinter befinden sich die Milchtanks, wo ihr quasi eure Milch dann schön drin lagern könnt. Von Lely sogar. Also reines Markenprodukt, möchte man schon mal sagen. Das Gebäude ist ein sehr neues Gebäude, nämlich eine schöne Holzvertäfelung mit den roten Wellblech, muss man ja banner sagen, ist dort verbaut und ja, es dient einfach nur ganz einfach der Lagerung. Finden tun wir das Ganze im Baummenü unter Silos. Und habt ihr ganz hinten, hinter den ganzen DLCs, habt ihr hier 25.000 quasi dieses Milchlager. Ist recht einfach zu platzieren und hat auch ganz eine große Funktion, sondern einfach nur. Ich habe meine Milch aus dem Stall geholt, fahre jetzt einmal hier an den Trigger ran. Dann müsste eigentlich das Ablagesymbol kommen. Da ist es schon. Und wir beginnen mit dem Überladen. Leute, ihr hört es natürlich auch. Jetzt geht die Milch da rein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es auch irgendwo erfasst. Ich bin mal gespannt, ob die Milch hier doch irgendwie erfasst. Ich hoffe nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Da ist Milch. Also jetzt 21.000. Ja, ihr seht es. Er erkennt den Speicher auch vor euren Hof. Das heißt, ihr habt immer genau im Überblick, wie viel habt ihr in eurem Silo oder in dem Speicher drin. Also, bei mir steht bei der Modbeschreibung steht jetzt leider kein Maximum an Speicherkapazität. Müsst ihr mal ausprobieren, ob es dann ein Maximum gibt oder nicht. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ich kann immer ihr könnt es natürlich wieder rausholen. Ihr fahrt dann einfach mit dem Hänger hier ran. Ihr müsst auch jetzt das Starten-Symbol kommen. Da steht jetzt Befüllung starten. Jetzt könnt ihr quasi dann auch die Milch wieder rausholen. Aber ihr seht, es funktioniert aber einwandfrei. Ihr könnt auf jeden Fall befüllen und entnehmen. Das passt soweit. Also finde ich sehr schön. Was mir ein bisschen skeptisch macht, weil es halt keine geschlossene Halle ist. Ich meine, wenn ihr wirklich hier im Hochsommer, wenn hier die Sonne drauf schallert und die Tanks hier so stehen, oder die werden vielleicht intern gekühlt, das weiß ich gar nicht. Wer es weiß, schreibt gerne mal rein. Weil wenn die natürlich dann so in der prallen Sonne stehen, dann ist natürlich aus der Milch schnell mal Quark geworden. Ne? Oder halt, ja, schlecht gekippt, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, aber mehr kann ich zu diesem, ja, Speichermöglichkeit von Milch gar nicht sagen. Außer wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da oben da. Aktiviert die Glocke, falls ihr keine weiteren Mal zu verpassen. Schreibt gerne Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Euer Christoph von der Modbox. Ciao.